Der Kaisermantel ist ein besonders schöner Falter. Er ist der größte mitteleuropäische Passionsblumenfalter mit einer Flügelspannweite bis 65 mm. Die Männchen erkennt man an den typischen dunklen Streifen auf den Innenseiten der Vorderflügel. Es sind Duftschuppen, die Pheromone verbreiten, welche Weibchen locken sollen. Wegen den silbrigen Streifen an den Flügelunterseiten wird der Kaisermantel auch Silberstrich genannt. Ziemlich selten, aber besonders schön ist die dunkle Form der Weibchen des Kaisermantels. Für sein Überleben braucht der Kaisermantel einen ganz speziellen Lebensraum. Lichte Mischwaldgebiete mit Bodenvegetation, in welcher Veilchen wachsen müssen. Ihre Eier legen die Falter an die Rinde von Bäumen, besonders an Kiefern und Fichten. Die Raupen schlüpfen im Spätsommer, aber fressen noch nichts. Sie überwintern erst im Schutz ihrer Rindenverstecke. Im nächsten Frühjahr suchen sie nach den Veilchen. Am Tag halten sie sich auf der Unterseite von Blättern versteckt. Erst in der Dunkelheit kommen sie zum Fressen hervor. Sie verpuppen sich im Frühling und die Falter schlüpfen ab Juni. Sie fliegen dann in einer Generation bis Ende August und besuchen mit Vorliebe Flockenblumen, Distelblüten, Brombeeren und Wasserdost. Sie bleiben oft längere Zeit zum Nektarsaugen auf Blüten sitzen und können dann gut beobachtet werden. Im Herbst trifft man auch noch Falter auf Goldruten. Dieses Männchen ist schon von einem langen Sommerleben gezeichnet. Der Kaisermantel wurde zum Schmetterling des Jahres 2022 gewählt, weil ein stetiger Rückgang der Population zu beobachten ist. Er braucht naturnahe Wälder, am besten mit angrenzenden, bis in den Herbst nicht abgemähten Blühwiesen. Diese Lebensräume werden leider immer seltener.